Herzlich willkommen zu dieser hypnotischen Entspannungsübung, die dir hilft, Stress loszulassen und dich auf eine Prüfung oder eine andere Herausforderung im Job vorzubereiten. Regelmäßig angewendet, lässt dich diese Entspannungsübung deine Prüfungssituation mit größerer Leichtigkeit meistern. Und sie schult deine Fähigkeiten, schnell und effizient zu lernen. Du hast dich nun hingelegt oder hingesetzt und vielleicht ruckelst du dich noch einmal zurecht. Du hörst meine Stimme und spürst in diesem Moment eventuell noch die Anforderungen und Ereignisse des Tages in dir. Aber du weißt, dass du gleich ganz wunderbar entspannen darfst, als hättest du nie etwas anderes gemacht. Du darfst dir jetzt erlauben, loszulassen. Dein Atem geht ruhig und tief. Dein Herz klopft gleichmäßig, während du meine Stimme hörst und einfach hier bist. Und es ist gut zu wissen, dass du jederzeit tiefer gehen kannst. Tiefer in dieses wunderbare Gefühl der Entspannung, in dem du immer gelöster werden darfst. Und während du einfach nur da bist, im Hier, im Jetzt. Und während dein Atem weiter ein- und ausströmt, hörst du meine Worte, die dich begleiten, in einen wunderschönen Zustand der Trance. Und du brauchst jetzt gar nichts zu leisten, zu wissen oder zu tun. Alles geschieht von alleine. Aber etwas in dir weiß schon jetzt, dass dieser wunderbare Zustand der Trance heilsam für deine Seele ist. Dein Atem strömt weiter. Dein Herz schlägt ruhig und kräftig. Und vielleicht gibt es hier und da noch eine kleine Spannung im Körper, die nun aber nachlassen darf. Und wer weiß schon,
wo du bereits jetzt im Körper ein wohliges und angenehm schweres Gefühl wahrnimmst. Vielleicht im rechten Bein oder im linken Arm. Und so gleitest du auf deine Weise noch tiefer in die Trance. Dabei hörst du meine Stimme. Und früher oder später öffnet sich in dir der Raum der inneren Bilder. Du befindest dich nun in deinem Arbeitszimmer, dem Raum, in dem du am liebsten lernst. Du siehst deinen Rücken, so wie du immer am Tisch sitzt. Gebeugt über deine Bücher oder die Tastatur des Computers. Und wie wäre es, wenn du nun hinter dich trittst wie ein lieber guter Geist und deine Hände auf deine Schultern legst, da, wo sich so häufig Anspannung sammelt. Die Anspannung beginnt sich zu lösen und wird zu einer Flüssigkeit. Die Flüssigkeit gleitet deine Arme hinunter. Sie erreicht die Handgelenke, die Handteller, die Finger. Dort darf sie sacht heraustropfen. Ein sehr angenehmes und befreiendes Gefühl ist das. Die Anspannung, die sich vielleicht auch in deinem Kopf gesammelt hat, fließt die Wirbelsäule hinunter. Sie erreicht die Hüften, umströmt deinen Rücken und deinen Bauch, wo sie alle inneren Organe löst und lockert. Anschließend fließt sie die Beine hinunter, vorbei an den Knien, den Fußknöcheln und den Fersen. Und von dort aus fließt sie zu deinen Zehen und auch hier tropft die Anspannung einfach aus deinen Füßen. Aus dem kleinen Zeh, dem großen und den mittleren dazwischen. Und es ist so erleichternd, wenn all die Last, all die Sorgen hinunterfließen. Zurück bleibt die Energie und die Freude, eine Herausforderung anzunehmen und sie zu meistern.
denn das ist es, was du tust. Deine Aufgaben mit Erfolg, Freude und Leichtigkeit zu meistern. Deine Stirn ist angenehm kühl und die Stelle zwischen deinen Augenbrauen ist glatt und entspannt. Und wenn du jetzt noch einmal dein inneres Auge schließt, entdeckst du eine Tür. Eine gemütliche, runde Holztür, die in einen geheimnisvollen Schacht führt. Vorsichtig drehst du den Messingknauf. Sachte schwingt die Türe auf. Und neugierig, während ich langsam bis 5 zähle und dabei deine Trance noch weiter verstärke, trittst du über die Schwelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wie wäre es jetzt, wenn du dich in deinem Gehirn befindest? Deinem fleißigen Gehirn, in dem es tickt und arbeitet wie in einem Uhrwerk. Schau deinem Gehirn ruhig dabei zu, wie es lernt. Schließlich weiß jeder Mensch, dass das Gehirn immerzu neue Vernetzungen hervorbringt. Es bildet Brücken. Wächst beständig und verändert sich mit vielen kleinen Verästelungen. Dein Gehirn wächst ganz besonders schnell. Schließlich trainierst du es wie einen Muskel und hilfst ihm zu wachsen. Alle Informationen, mit denen du es düngst, verarbeitet es und speichert es in seinen tiefen Windungen und barocken Schnörkeln. Vielleicht
stellst du dir das Gehirn auch wie eine große alte Bibliothek mit dicken alten Büchern vor. Die Bibliothek hat nicht nur Wissen gesammelt. Sie verfügt auch über die Erfahrungen von Generationen. Sie lehrt dich, selbstbewusst zu sein, gelassen, kreativ und voller Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Und in dir, in deinem Gehirn, wächst die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. So kannst du dich auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist. Auf die dringenden Aufgaben und nur sie. Vielleicht schaust du deinem Gehirn jetzt einmal bei der Arbeit zu. Du siehst Nervenzellen sprießen. Sie treiben wie frische Keimlinge aus der Erde, dem Licht entgegen. Sie werden größer. Eines entwickelt einen Stamm mit Ästen, eine Krone, an der saftige Blätter hängen. Leise flüstern sie im Wind und erzählen davon, wie sie sich noch weiter in den Himmel strecken möchten. Oder du siehst, wie sich eine Knospe zu einer bunt schillernden Blüte öffnet. Eine leise, knisternde Energie treibt dein Gehirn an. Sie erschafft Welten. Öffnet dir Türen in neue Universen, die du gerne betrittst. Und so darfst du dich auf das Lernen freuen. Du freust dich über deine Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Mühelos erkennst du, worauf es wirklich ankommt,
und konzentrierst dich darauf. Du erledigst das, was wichtig ist, schnell und zügig. So hast du genug Zeit für andere Dinge im Leben. Für Spaß. Für Sport. Für Schlaf und für Pausen. Denn jeder Mensch braucht einmal eine Pause. Und in einer Pause, in der du entspannst, steigt ein freundliches Bild in dir auf. Du siehst dich nach deinen Prüfungen. Du hast alles geschafft. Du bist erleichtert und glücklich. Du weißt, es hat sich gelohnt. Vielleicht gratulierst du dir schon einmal selbst zu diesem Erfolg. Denn ganz sicher ist, es ist ein Erfolg, so oder so. Verankere nun diese wunderschöne Erfahrung des Erfolges in dir. Lass sie sich ausbreiten. Und sage zu dir selbst: Ich bin schnell und gut. Ich erkenne, was wichtig ist. Ich kann das Gelernte anwenden. Ich vertraue mir und meinem Gehirn. Genieß noch eine Weile das angenehme und sichere Gefühl, das sich mit diesen Sätzen für dich verbindet.
Wenn du einschlafen möchtest, dann überhöre einfach meine folgenden Worte und sink in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Ansonsten ist jetzt der Moment gekommen, an dem deine Reise zu Ende geht. Du begibst dich erholt und erfrischt langsam auf den Weg zurück. Ganz behutsam bewegst du vielleicht deine Füße und deine Hände. Und kehrst langsam in deinem ganz eigenen Tempo zurück ins Hier und Jetzt. Und wenn ich dich wieder hochzähle, von der 1 bis zur 3, bist du erfrischt zurück. 1, 2, 3.